Sudele, jetzt ist Baby Samu ein bisschen quengelig geworden. Also was auf jeden Fall auch immer geht, ist definitiv die Rutsche. Die liebt er immer noch sehr. Und die ganzen Autos. Also ob das jetzt hier das Bobbycar ist oder oben mit Fahrrad und so weiter, das ist auch absolut Goals. Und ansonsten spielt er gerne mit allen Sachen, mit denen er gar nicht spielen soll und darf. Ja, und ach so, malen. Malen tut er auch noch sehr, sehr gerne. Die haben wir allerdings im Schrank, weil sonst ist immer alles voller Farbe. Er soll sich zum Malen immer wirklich an den Tisch setzen und dort malen. Wenn er nicht mehr möchte, dann räumen wir das auch immer direkt weg, weil sonst ist immer alles voll gemalt. Wir haben Gott sei Dank solche Stifte, die man wegwischen kann. Aber ja, sicher ist sicher, weil wir sind hier echt teilweise voll am Putzen, wenn er am Malen ist. Deswegen, ja. Ja, das sind so die Spielzeuge, mit denen er am allerliebsten spielt momentan. Genau, die wollte ich euch mal gezeigt haben, weil da schon öfter mal die Nachfrage kam. So, das Schwerste tatsächlich ist bei diesen großen, langen Schränken von Packs, von dem Packsystem, ist tatsächlich hier das einfach auszupacken. Ja, yes, das macht Spaß, gell? Und schaut mal, hier sind so ein paar Vorräte. Das ist wirklich eigentlich nur Trinken. Und hier sind die ganzen, ja, seht ihr ja eigentlich nur Milchnahrung und Pampis. Also mehr ist es gar nicht, da oben sind noch Pampis. Und hier haben wir noch ein bisschen Brot, weil ich so viel Brot eingekauft hatte. Ja, und ich höre gerade, dein Bruder ist unten wach geworden. Den holen wir mal hoch. Und dann mache ich ihn in diese Wippe rein. Allerdings werde ich die dann irgendwo hier vorne hinstellen. Einige Stunden später, ich bin gerade mal hochgelaufen, also der Schrank ist aufgebaut, den müssen wir nur noch hinstellen. Das wollte ich jetzt aber nicht machen, weil ich kann ihn hier im Raum nicht stehen lassen wegen der Schräge. Und hier direkt vor der Wickelkommode und so wollte ich es auch nicht, weil wir gehen da ja schon mal. Sorry, ich bin gerade zu so schnell die Treppen hochgerannt. Ich habe nämlich unten gerade gearbeitet, der Samu schläft und der Elias ist noch bei meiner Schwester drüben. Den muss ich jetzt holen und mal ins Bett legen. Wir können den hier nicht stehen lassen, weil wenn der Elias nachts aufwacht, dann wickelt mein Mann ihn immer mal wieder hier. Deswegen ist für morgen angesagt, dass wir die Leisten hier verlegen. Also ab der Mitte, genau eigentlich ab diesem Streifen, fehlen hier noch die Leisten. Genau, da liegen sie noch. Und dann können wir den Schrank hier hinten hinstellen. Der soll ja hier hinter die Tür kommen. Und morgen, wenn alles gut geht, kommt der Fernseher auch runter. Der soll ja nämlich ins Schlafzimmer wandern. Genau, ich dachte mir, der Elias ist ja jetzt noch drüben. Ich werde den gleich holen. Das Zimmer ist ein bisschen chaotisch. wir waren. Das ist so ein Phänomen. Ich meine, ein Tag hat ja wirklich viele Stunden. Und immer, wenn ich die Kamera raushole und mal, ob es 5 Minuten sind oder 20 Minuten sind, spreche, genau in dieser Zeit ruft mein Mann oder meine Schwester immer an. Das ist echt ein Phänomen. Jetzt war es mein Mann gewesen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier im Zimmer, was die Lieblingssachen von Elias sind. Genau, Moment. So, also sein Zimmer kennt ihr ja. Die Schränke glaube ich mittlerweile auch. Da sind immer noch keine Türknaufe dran. Das werde ich jetzt zusammen mit dem anderen Schrank dann auch noch machen. Also, Lieblingsding Nummer 1 ist das hier. Ist kein richtiges Spielzeug, aber das ist ja dieses neue Nachtlicht. Wenn man das anmacht, dann projiziert es eben an die Decke. Sterne und alles Mögliche und es dreht sich auch, also richtig genial. Das Bällebad nutzt er ab und zu mal, ist aber, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist nonstop da drinne und spielt, also das ist so ein, ja, so lala mal. Und dann gibt es ganz, ganz viele Bücher, die er mag. Da wurde ich auch schon sehr oft gefragt. Also, was er sich sehr gerne anguckt, ist das hier. Lias ist jetzt, oder er ist jetzt großer Bruder. Und das hier, mein Lieblingsbuch für das Töpfchen. So goldig. Genau, das mag er sehr gerne. Und dann mag er auch diese ganzen kleinen Bücher sehr gerne, schon von Anfang an. Also hier dieses Fühlbuch, das ist ja aber wirklich schon für die ganz Kleinen. Er guckt sich das aber immer noch gerne an. Dann guckt er sich auch das hier gerne an. Damit kann er aber noch nicht so richtig was anfangen. Da geht es nämlich wirklich schon um Zahlen. Ich kann es mal aufklappen. Aber da kann man halt gut anfangen zu zählen. Hier zum Beispiel Schildkröten, dann kann man zählen 1, 2, 3. Er zählt ja auch bis 10, aber noch nicht von sich aus alleine, sondern wenn man jetzt sagt, wenn man es ihnen halt vorspricht, dann spricht das sozusagen nach. Dann hier so die Haustiere und ja, hier zum Beispiel die Fahrzeuge. Das ist ja wirklich alles immer so für Einjährige, Zweijährige. Ja, die mag er eigentlich immer noch.
Und ja, ansonsten die zwei Bücher, die unten sind, auf jeden Fall. Und das hier mag er auch noch sehr, sehr gerne. Genau. Ja, ansonsten, er guckt eigentlich alles immer ganz gerne durch. Der ist, also Bücher mag er sehr, sehr gerne. Tippi-Zelt mag er auch immer noch gerne. Vor allen Dingen, wenn sein Papa mit ihm da reinkrabbelt. Und Kuscheltiere mag er auch. Da sind ganz, ganz viele drin. Und dann mag er seine Autos. Der mit denen fährt er auf jeden Fall. Und mit diesem Dreirad da hinten. Das nimmt er, da fährt er wirklich hier oben hin und her und hin und her. Er sitzt sehr gerne auf den Stühlen. Und da malt er auch sehr gerne auf diesem Zeichen. Board da und diesen Ball schmeißt er immer noch durch die Gegend, der leuchtet nämlich dann. Und was nie aus der Mode kommt, sind definitiv die Tonis. Toni-Figuren ist, glaube ich, das Nonplusultra. Das kommt auch immer zu jedem Urlaub und so weiter mit. Der Sandmann steht schon bereit. Jeden Abend ohne Sandmann funktioniert hier gar nichts. Genau. Und den Teddy, den mag er auch. Da kann man ja drauf rumdrücken und der quatscht dann mit einem. Joa, und hier ist sonst eigentlich nichts mehr an Spielzeug. Ja, dann geht's hier hinten weiter. Ja, das ist so die Krimskrams-Ecke, da ist einfach so alles Mögliche. Ja, da weiß ich ehrlich gar nicht so ganz genau, weil wenn ich mit ihm hier oben bin, dann machen wir eigentlich meistens in den Bällen rum oder sind hier oben drinne oder hier malen wir was, weil in dem Kasten sind ganz viele Malsachen. Also malen ist auch ganz groß. Und ja, wenn er hier oben aber alleine ist, dann beobachte ich ja immer durch die Kamera, die stelle ich dann hier vorne hin und die zeigt dann das Zimmer. Da sehe ich, dass er immer hier hinten in der Ecke auch mal beschäftigt ist. Aber da ist halt so alles Mögliche drinne, gell? Alles Mögliche an Krimskrams. Das hat er auch sehr gerne gemocht. Das ist ja so ein Puzzle im Prinzip, einfach nur aus Holz. Ja, ansonsten, das Ding mag er auch immer noch sehr gerne. Das macht verschiedene Melodien und so weiter. Und ja, ansonsten, er spielt eigentlich mit allem immer mal wieder. Er lässt eigentlich nichts von seinen Sachen irgendwie links liegen und benutzt das gar nicht. Also er benutzt alles irgendwie mal. Also er spielt nicht immer explizit nur mit ein, zwei Sachen. Er geht überall ran. So, Dalle. Joa, das war's eigentlich. Jetzt werde ich rübergehen zu meiner Schwester, den die erstmal kurz holen. Dann werde ich ihm noch Abendessen geben. Er hat schon bei meiner Schwester gegessen, keine Ahnung. Und dann geht's für ihn ab ins Bett. Genau, den Samo werde ich jetzt auch mal hochtragen. Den habe ich hier unten schlafen lassen, weil er so total... Also es ist ja total leise hier. Ich habe wieder den Fernseher an, noch war der Lias ja hier gewesen. Es ist also sehr, sehr leise, aber er hatte trotzdem so ein bisschen Probleme einzuschlafen. Deswegen habe ich ihn erstmal hier unten behalten. Jetzt ist er aber tief am Schlafen, deswegen werde ich ihn jetzt erstmal ins Schlafzimmer bringen und dann den Lias holen. Genau, ich habe jetzt gerade hier auch in der Küche gestanden, ein bisschen die Spülmaschine ausgeräumt, Flaschen fertig gemacht und bin hier gerade am Stehen gewesen. Es hat nämlich gerade gut getan, so für den Rücken, einfach mal an der Theke zu stehen. Und habe hier gerade ein bisschen gearbeitet. Ich habe ein Foto hochgeladen und eine Insta-Story gemacht und bin jetzt dabei, ein bisschen mein Video noch zu bearbeiten. Ich brauche noch ein paar Minuten. Das werde ich aber machen, sobald der Lias dann im Bett ist. Und dann werde ich auch noch einen Blog online stellen. Genau. So, Dele. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle mal von euch. Passiert heute nämlich nichts mehr, außer dass ich jetzt die Kinder ins Bett bringe, arbeite, warte, bis mein Mann nach Hause kommt und dann werden wir bestimmt mal einen Film zusammen gucken. Der wird auch die nächsten 20 Minuten ungefähr zu Hause sein. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben genau 10 vor 10. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Steuerberaterin. Heute Morgen ist schon so viel passiert. Oh mein Gott, wir sind so seit 6 Uhr wach. 6.30 Uhr sind wir dann ungefähr aus dem Bett raus, weil dann der Lias auch aufgewacht ist. Und ja, habe schon einiges daheim gemacht oder auch ein bisschen gearbeitet. Und ja, jetzt geht's zur Steuerberaterin und danach fahre ich nach Frankfurt. Genau, ich habe euch das nämlich noch gar nicht erzählt. Gestern kam nämlich ein Anruf und zwar von Dr. Smile. Ich hatte ja eigentlich am 10.3., also nächste Woche Dienstag, einen Termin, weil ich keinen anderen vorher irgendwie gefunden habe, der irgendwie zu meinem Termin gepasst hat. Und die haben mich angerufen und mir den Termin abgesagt. Und da habe ich noch gesagt,
shit, jetzt wird es ja noch später und so. Und sie haben dann zu mir gesagt, nein, nein, die haben jetzt ein paar Termine eben noch diese Woche frei. Weiß nicht, wie lange das dauert. Also heute wird ja diese IPR-Behandlung gemacht. Also sprich zwischen meinen Zähnen, hier vorne die vier, die eben Platz brauchen, damit sie gerade gerückt werden, wird so ein bisschen was dazwischen frei gemacht, Platz gemacht. Das kennt ihr vielleicht, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt von einer, wenn ihr eine Zahnreinigung schon mal gemacht habt, da wird auch so ein Blättchen genommen und zwischen den Zähnen so hin und her sauber gemacht praktisch. Und das wird praktisch genommen, nur ein bisschen gröber, damit man ein bisschen so eine, also ein bisschen frei bekommt. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall später. Genau. Ich muss unbedingt dran denken, vorher nachher Fotos zu machen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Meine Güte. Ja, ich habe auch meine Box mitgenommen, die ich ja bekommen habe. Denn dann kriege ich heute meine erste Schiene eingesetzt. Ich bin so, so, so gespannt, wenn ich die erste Schiene drinne habe, ob das sehr spannend, ob das sogar schmerzhaft ist, ob das richtig schmerzhaft ist. Ich hoffe, dass es nicht schmerzhaft ist, weil ich würde gerne heute Abend in den Sport gehen. Und ich hoffe, dass es spätestens morgen nicht mehr schmerzhaft ist, dass ich dann spätestens morgen in Sport gehen könnte, ja. Ich kenne das halt nur aus Erinnerung von festen Zahnspangen, dass immer, wenn man frisch beim Zahnarzt war und sich oder beim Kieferorthopäden und es frisch hat anziehen lassen, damit es halt eben nochmal frisch gespannt wird, hat es echt immer ein paar Tage gut wehgetan. Also es hat scheiße wehgetan. Ich konnte wirklich die ersten ein, zwei Tage, weiß ich noch genau, konnte ich nie essen, weil es richtig, richtig wehgetan hat. Also selbst wenn man dann so kurz angefasst hat, hat es wehgetan, ja, weil die Zähne halt so komplett gespannt und verschoben werden. Joa, so, jetzt habe ich noch 5 Minuten. Ich glaube, ich gehe aber mal rein. Besser ein paar Minuten zu früh da zu sein als zu spät. Und dann würde ich sagen, ich melde mich später wieder bei euch, ihr Lieben. Ich bin schon eine ganze Zeit lang in Frankfurt mittlerweile. Ich war nämlich kurz in Bad Homburg was erledigen. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren und bin in ein Geschäft gegangen. Oh, Leute, ich könnte diesen ganzen Laden leer kaufen, aber dann wäre ich wahrscheinlich, keine Ahnung, könnte ich mir gar nicht leisten. Ich war auf jeden Fall bei Louis Vuitton gewesen. Ich hatte eine Benachrichtigung bekommen, dass eine Tasche, die ich unbedingt haben wollte, wieder verfügbar ist. Und dann hatte ich sie in den Warenkorb gemacht und noch ein bisschen durchgeschaut und letzten Endes war sie wieder weg gewesen. Also, ist immer so eine Sache bei so, das ist halt so eine kleine Tasche und die kleinen Taschen, die sind irgendwie so krass beliebt. Es gibt welche, die gibt es seit Monaten nicht so, ja. Ich schaue halt immer mal wieder rein und schaue auch immer mal wieder bei Louis Vuitton rein und frage halt einfach nach. Und so war es halt auch heute, weil ich hatte jetzt eben noch eine Stunde Zeit, bis mein Termin bei Dr. Smile ist. Und ich wollte eben nicht durch die Stadt laufen und, keine Ahnung, sinnlos Zeit verschwenden. Dann dachte ich mir, komm, gehst du mal rein und fragst einfach nach, ob es die Taschen, ich habe halt eben so eine Liste, Taschen, die ich eben gerne haben wollen würde. Und die habe ich dann einfach gezeigt. Und eine dieser Taschen war tatsächlich da. Ich bin fast ausgerastet, als er aus dem Lager gekommen ist. Ich sag, das ist die letzte. Aber ich sag, das gibt's doch gar nicht. Ich war so, seit Monaten gehe ich ja immer mal wieder, das habe ich jetzt so hier gar nicht erzählt. Ich gehe immer mal wieder zu Louis Vuitton rein und schaue mindestens einmal die Woche rein und schaue halt die ganze Liste durch, ob einer von diesen Taschen verfügbar ist. Und es ist halt nie eine da. Richtig, richtig nervig. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall die Tasche, die ich wirklich unbedingt haben wollte. Das war nicht nur so eine, wo ich sage, ach, die ist schön, die hätte ich gern, sondern die ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben wollte, die ist einfach da gewesen. Ich bin wirklich gerade fast vom Hocker gefallen. Naja, auf jeden Fall ist sie da und es ist eine Tasche, die man sich umhängen kann. Und es gibt leider Gottes zu dieser Tasche immer nur, das ist was ganz Komisches, was da seit geraumer Zeit abgeht bei Louis Vuitton. Die haben immer solche Riemchen gehabt aus Leder in verschiedenen Farben oder mit Monogramm, ohne Monogramm, wie auch immer. Und neuerdings haben sie immer nur solche Ketten, also solche Goldketten als Umhängetasche sozusagen. Und ich finde das so schlimm, so hässlich. Also habe ich mir auch noch einen Schultergurt, also einen Riemengurt, zusätzlich dazu jetzt gemacht, geordert. Und man kann Taschen, wenn man möchte, da gab es auch verschiedenen Inhalt. Da konnte man eben seine Initialen, wenn man möchte, reinmachen lassen. Das konnte man eben bei der Tasche auch, vorne oder innen. Und ich habe das bei der nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, im Fall der Fälle, falls irgendwann mal was sein sollte und ich irgendwie Geld brauchen würde oder die Tasche mal verkaufen möchte, weil das ist halt das Ding bei diesen
hochpreisigen Taschen, die kannst du jederzeit wieder ohne Wertverlust verkaufen. Das ist halt echt gut. Genau, aber bei der kleinen Tasche, da ist noch mal, sind so zwei Innentaschen noch drinne. Und die kann man rausnehmen, auch richtig, richtig gut. Und davon habe ich jetzt eine eben gravieren lassen. Das machen die auch kostenfrei. Und das kann ich in einer Stunde abholen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehe ich jetzt allererst mal zu meinem Termin, zu Dr. Smile. Ich freue mich voll. Und danach fahre ich dann wieder dahin. Das ist 10 Minuten voneinander entfernt. Genau, ich fahre jetzt ganz genau, Moment, wir haben jetzt 51 und um 54 bin ich da. Genau, um 1 Uhr habe ich ja meinen Termin. Genau, danach fahre ich nochmal zu Louis und hole meine Tasche ab. Ich freue mich so, so sehr. Als ich eben vor ein paar Tagen diese Benachrichtigung bekommen habe, hatte ich sie ja im Warenkorb drin und habe noch so hin und her überlegt und bin dann durch die Seite geschlendert, habe meinem Mann das erzählt und hat er gesagt, bestell die doch, du willst sie schon so lange haben, weil ich hatte auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die nächste Zeit halt eben noch ein bisschen was ansteht, so Garten machen und keine Ahnung was. Und hat gesagt, bestell sie und keine Ahnung, du arbeitest so viel, mach doch was, also leiste dir das doch und so weiter. Ja, und als ich dann gedacht habe, so ja, stimmt eigentlich, komm, hol sie dir, war sie weg. Richtig, richtig ätzend, ich habe mich so, so, so geärgert. Aber everything happens for a reason, denn das war eine Tasche, die dieses Muster hier hatte. Und ich wollte eigentlich unbedingt jetzt die nächste Tasche, die ich holen wollte, mit diesem richtigen LV-Logo haben. Weil diese großen Taschen finde ich schön mit diesem Karo-Muster. Okay. Und diese kleineren Taschen finde ich schön mit diesem LV-Muster eben. Genau, weil bei diesen großen Taschen, das ist schon sehr krass, aber I don't know. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal eine finden, wo mir das bei den großen Taschen gefällt. Ich wollte halt unbedingt eine kleine Tasche haben, so wirklich for everyday, wenn ich einfach nur einkaufen gehe und mir wirklich nur ein, zwei Sachen reinschmeißen möchte, sozusagen. Dafür wollte ich unbedingt eine kleine Tasche haben oder auch zum Weggehen oder wenn man halt weggehen im Sinne von, wenn man wirklich mal nur eine kleine Tasche braucht. Und ja, ich habe euch ja euch mal eine gezeigt, die ist nämlich auch mini klein, die hatte ich vor Ewigkeiten mal aus den USA mitgebracht, die ist halt kaputt und ich wollte halt jetzt unbedingt mir meine neue gönnen. Habe ich getan, ich werde sie später abholen und wenn ich wieder zu Hause bin, dann gibt es ein Unboxing. Ich freue mich total. Ich hoffe nur, dass wenn ich jetzt gleich bei Dr. Smile bin, auch mit einem Smile rauskomme, dass ich nicht zu krasse Schmerzen habe. Weil ich habe von den einen, habe ich mal gehört, ja, mit den Schienen, wenn man die ersten Tage drin hat, dann ist es so ein Druckgefühl. Die anderen haben gesagt, das tut total weh und die anderen haben gesagt, ich habe gar nichts gespürt. Also ich bin ja so lala schmerzempfindlich, gehöre auf jeden Fall zu der Stufe eher schmerzempfindlich, gerade was Zähne betrifft. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich wieder zu Louis Vuitton zurück und habe total die Schmerzen. Naja, mal gucken. Oh mein Gott. Warte mal, wo habe ich denn jetzt meinen Parkschein? Ich bin so in Hektik gerade gewesen. So, wir haben jetzt genau 2:01 Uhr. Mittlerweile war ich bei... Oh, Moment, ich muss hier erstmal meine Jacke ausziehen, sonst geht hier nichts. Ich fahre jetzt nämlich nach Hause zurück und da fahre ich ja eine halbe Stunde. Hier ist mein Parkschein. Ich war gerade bei Dr. Smile, erzähle ich euch gleich dazu. Und bei Louis war ich gewesen. Boah, das duftet so, so, so gut. Ich habe... meine Tasche und mein Riemchen abgeholt und habe hier noch so eine kleine Tüte bekommen. Da ist eine Duftprobe drin. Leute, allein diese Duftprobe, ich will gar nicht wissen, was die kosten. Ich habe da mittlerweile schon keine Ahnung, wie viel Stück zu Hause. Das ist jetzt der ganz neue Frühlingsduft sozusagen. Der riecht extrem lecker. Und die Dame hatte mir hier so eine Duftprobe. Das riecht so, so, so gut. Aber diese Parfums kosten irgendwas um die 300 Euro oder sowas. Also bei aller Liebe, nein. Sodele. Jetzt erstmal hier raus und wie ihr hören könnt, spreche ich eigentlich ganz normal. Zumindest kommt es mir so vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ist. Ich glaube schon. Also, ich habe nicht nur eine IPR-Behandlung bekommen, sondern einen Plan. Genau, also es gibt
Je nachdem, also die Behandlungen sind ja ganz individuell auf euch abgestimmt. Bei mir ist es jetzt so, dass sie jetzt nur eins, also ein Zwischenzahnraum behandelt haben, dieser IPR-Behandlung. Sprich, es wird einfach nur, die Zähne werden einfach nur links und rechts sozusagen angeschliffen, damit Platz entsteht, damit man überhaupt die Zähne hin und her schieben kann, also bewegen kann. Genau, und manchmal, so wie es bei mir ist, ist es so, dass es sich, dass man nicht am, direkt am Anfang alle möglichen Zähne anschleifen kann, sondern nach und nach, je nachdem. Also ich habe jetzt hier eine IPR-Behandlung bekommen, also an der Seite. Und sobald sich die ersten Schienen, wo muss ich hin? Ach so, stimmt, ich hasse dieses Parkhaus. Das ist aber hier direkt neben den Louis Vuitton Store, deswegen war das gerade passend. Ich muss ja runterfahren, um dann wieder rauszukommen. Naja, ich habe jetzt also so einen Plan bekommen. Also wenn die ersten Zähne sich sozusagen ein bisschen bewegt haben mit der ersten Behandlung jetzt, dann bekomme ich sozusagen nochmal eine IPR-Behandlung bei den vorderen Zähnen. Das kann halt aber nicht jetzt auf alles auf einmal gemacht werden. Das macht halt eben keinen Sinn, sondern nach und nach, wenn es dann soweit ist. Ausfahrt. Muss ich noch mal eins runter oder was? Ernsthaft? Krass. Auf jeden Fall kriege ich eine noch eine Behandlung bei der... also ich habe insgesamt 5 mal diese IPR-Behandlung. Die erste wurde jetzt gemacht, die zweite wird bei der 8. Schiene gemacht. Die Nummer 3 und Nummer 4 werden bei der 9. Schiene gemacht und dann die letzte wird bei der 10. Schiene gemacht. Genau. Das ist halt blöd, dass ich da dann jetzt jedes Mal immer hinfahren muss, aber es ist halt so, gell? Je nachdem, man weiß halt nie, wie die Zähne vorher sind. Wie genau, manche brauchen ja diese IPR-Behandlung gar nicht, manche brauchen sie nur einmalig. Also das ist ja total unterschiedlich. Manche können die IPR-Behandlung machen und direkt alles auf einmal machen. Das kann ich euch halt eben nicht sagen, wenn ihr da Interesse daran habt, wie es dann bei euch sein würde. Aber ja, mir macht das jetzt nicht unbedingt was aus, weil ich bin ja sowieso regelmäßig in Frankfurt und dann verknüpfe ich dich sowieso immer mit anderen Sachen noch. Genau, und die Behandlung hat wirklich, ich glaube, vielleicht 15 Minuten gedauert, noch nicht mal. Es hat vielleicht insgesamt dieses Schleifen, weil die haben die Schleife immer mit etwas feinerem, dann geht es immer dicker, immer breiter und so weiter. Es kommt ja dann auch drauf an, wie viel muss geschliffen werden. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen weniger. Und ja, auf jeden Fall, es hat nicht wehgetan. Die haben auch vorher das Zahnfleisch so ein bisschen betäubt, falls man da dran kommen sollte. Also es hat nicht wehgetan, es ist halt einfach nur so ein Druck. Also wenn ihr schon mal eine, wenn ihr jetzt jemand seid wie ich, ich benutze nämlich eigentlich nie Zahnseite, richtig schlimm, habe ich mir jetzt aber welche gekauft und werde ich ab sofort benutzen. Ich habe, meine Zähne sind so richtig aneinander. Ich weiß auch nicht, ich komme da nie so richtig irgendwie durch. Und gerade bei der Zahnreinigung ist es dann immer voll schwierig, bei mir da reinzukommen. Die müssen da immer richtig reindrücken. Und so war es jetzt eben auch. Das ist einfach nur so ein Druck und dann halt dieses Schleifen. Es gibt schönere Gefühle, aber es ist kein schmerzhaftes Gefühl. Es ist einfach nur so unangenehm. Muss nicht sein. Ja, und das war wirklich ruckzuck fertig. Also maximal 10 Minuten, vielleicht sogar weniger. Und dann wurde mir eben die Schiene eingesetzt, beziehungsweise nach dem Schleifen wird es nochmal poliert. Und dann wurde mir die Schiene eingesetzt und dann hat man mir das eben am Spiegel gezeigt. Dann sollte ich das selber mal rausmachen und selber reinmachen, dass ich halt sehe, wie das ist. Weil man muss schon ordentlich Druck dahinter haben, das rauszuwuchten und wieder reinzumachen. Gerade in den ersten Tagen, wenn das sich dann so leicht verändert hat. Dann geht es, hat sie gemeint, aber wenn man die eine neue Schiene sozusagen beginnt, dann ist da natürlich sehr krasser Druck dahinter die ersten Tage. Und da muss man schon richtig drücken, um das dann richtig reinzubekommen. Ja, ich hatte auch tatsächlich, weil ich habe ja hier diesen einen Zahn vorne, der sehr nach vorne steht.
Und als ich die Zahnschiene rausholen wollte, hatte ich echt das Gefühl, ich hole den Zahn mit raus. Es hat nicht wehgetan, aber dieser Druck halt einfach. Und genau das gleiche beim Reintun. Ich habe das Gefühl gehabt, ach, ich mache den Zahn gerade selber schön, schon gerade rein. Also wie gesagt, keine Schmerzen, nur ein Druck. Und auch jetzt gerade, ich hatte wirklich, als ich die Zahnschiene das erste Mal drin hatte, hatte ich einfach diesen Druck. Aber nur so ein paar Sekunden lang, danach war es weg. Ich habe null Schmerzen und null Druck gerade. Ja, sie hat gesagt, die ersten zwei Schienen sind sehr milde, erstmal so zum Anfang, damit sich auch die Zähne so ein bisschen lockern und dran gewöhnen. Und ab der dritten Schiene geht es dann los, dass da schon ordentlich Druck dahinter ist. Und da kann es dann sein, dass es halt mal einen Tag irgendwie ein bisschen drückt, schmerzt, je nachdem, was für ein Schmerzempfinden man eben hat. Aber jetzt aktuell kann ich sagen, die erste Schiene, gar kein Schmerz, kein Druck, gar nichts. Als ob ich nicht. Also klar spürt man das. Man kann auch nicht richtig fest zubeißen. Schaut mal. Man sieht gar nichts. Also wenn man es jetzt weiß, dass da so ein bisschen was am Zahnfleisch ist. Schaut mal. Aber man sieht es wirklich nicht. Und das ist halt das, was ich ja eben wollte, dass ich eben nicht jetzt hier mit meinen 33 Jahren noch eine feste Zahnspange habe. Also habe ich echt gar keine Lust drauf. Davon abgesehen, eine feste Zahnspange. Ich weiß, dass ich damals für meine feste Zahnspange wesentlich mehr gezahlt habe. Wesentlich mehr als für diese Zahnschiene. Wenn man die Preise vergleicht, ist die Zahnschiene sogar kostengünstiger. Also zumindest die Preise sind ja total unterschiedlich, was feste Zahnspangen angeht. Bei den Zahnschienen gibt es ja nur Modell S, M und L. Ich habe jetzt Modell S und ich habe auch nur... Wobei, mir wurde gesagt, dass es egal ist, ob ihr oben und unten oder nur oben oder nur unten behandelt, wenn ihr eine... Ihr kommt in eine Preiskategorie rein, eben S, M oder L. Und das war's dann. Also da kommt, da ist es egal, ob dann eben zwei Schienen produziert werden oder nur eine. Genau. Und ich hatte ja damals eine feste Zahnspange und zwar nur oben. Leute, ich habe mich dumm und dämlich bezahlt. Ohne Mist, ich bin ja dann alle, ich weiß es gar nicht, wie das war, alle 4 Wochen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Musste ich ja zum Kieferorthopäden das nachziehen lassen und nachschauen und überhaupt. Ich habe jedes Mal eine, was weiß ich, 200-300 Euro Rechnung bekommen. Also so richtig krass, weil ich hatte das ja alles selber bezahlt. Es war ja dann nicht mehr von der Krankenkasse. Also das war echt eine heftige Preisangelegenheit, muss ich echt sagen. Ja, und das hier ist erstens günstiger und zweitens genauso intensiv. Also man hat danach genau das gleiche Ergebnis, sprich gerade Zähne. Und meistens auch viel schneller. Also ich habe ja mit meiner festen Zahnspange, die hatte ich ein Jahr lang. Vielleicht sogar etwas über ein Jahr. Ja, also... schon sehr zufrieden. Natürlich muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass ich die jetzt, man muss die ja 22 Stunden am Tag tragen, beim Essen rausnehmen, bei heißen Getränken rausnehmen. Ansonsten kann man trinken, wie man will. Das macht überhaupt nichts aus. Und ja, bin mal sehr gespannt dann auf die dritte Schiene. Ja, also die ist jetzt erstmal 2 Wochen drin. In 2 Wochen werde ich die Nummer 2 reinmachen. Dann wieder in 2 Wochen, also in 4 Wochen, werde ich dann die dritte Schiene reinmachen. Und da werde ich dann mal berichten, ob das dann irgendwie wehtut oder.